Sehr verehrte Zuschauer, ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Szenario im Spiel Sim World 4 mit mir zusammen. Ich bin der Danny, spielt das hier zusammen auf dem PC. Ja, seit ein paar Tagen gibt es Ihnen den neuen Fahrplanmod für die Bahnstrecke Bremen-Oldenburg. Und ich habe mir gedacht, zeige ich einfach mal ein kleines Szenario aus dem Ganzen. Wie gesagt, Bahnstrecke Bremen-Oldenburg, Fahrplan. Modus oder Fahrplan-Mod für das Jahr 2024 und ich habe mir gedacht, wir machen heute mal so ein bisschen Streckenkunde beziehungsweise erkunden das Ganze so, wie und wo sich das Ganze abspielt. Ihr habt hier verschiedene Szenarien, die ihr fahren könnt beziehungsweise Fahrzeuge, die ihr dafür nutzen könnt. Ihr seht es hier, angefangen mit dem BR mit der BR403, sprich ICE3 auch. Ihr seht ja hier, dann braucht ihr natürlich die verschiedene Repaint-Packs. Hier zum Beispiel für den Steuerwagen, Dosto-Steuerwagen 766.2 DBP BZFA. In diesem Fall Intercity. Da könnt ihr verschiedene Szenarien mit dem Intercity-Steuerwagen fahren und auch der dazugehörigen BR146 im IC-Look. Das Ganze dann als IC2, zum Beispiel den IC2035 auf dem Weg nach Berlin-Ostbahnhof. Ihr könnt aber auch den IC2433 auf dem Weg nach Leipzig Hauptbahnhof fahren. Ihr könnt den RE1 auf dem Weg nach Hannover fahren und so weiter und so fort. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit der BR146 fahren. Da gibt es drei verschiedene Bereitstellszenarien. Hier zum Beispiel ein Szenario auf dem Weg nach Oldenburg. RE ist und natürlich auch IC-Szenarien hier auf dem Weg nach Norddeich-Mole. Ihr könnt Abstellszenarien spielen als Metronom. Denn ihr braucht natürlich auch das Metronom Repaint Pack. Und zwar BR146 sowie Steuerwagen. Das sind zwei verschiedene bzw. zwei separate Repaint-Packs, ihr müsst beide runterladen und installieren, damit ihr dann auch Steuerwagen und Lok in dem Metronom Repaint-Lack habt. Da gibt es dann auch wieder drei Bereitstellszenarien und so weiter und so fort. Ihr könnt das Ganze aber auch hier mit dem Steuerwagen fahren. Da habt ihr dann nur Bereitstellszenarien, wie ihr seht. Das muss jeder selber wissen, ob er das haben möchte oder haben will. Da könnt ihr dann sämtliche Züge hier abstellen beziehungsweise bereitstellen, wenn ihr das Ganze dann erfüllen wollt, komplett. Ihr könnt natürlich auch Güterzug-Szenarien fahren, mit zum Beispiel der BR185, Loküberführung, beziehungsweise Kesselwagen-Güterzug, Autozüge, Mischer und so weiter und so fort. Ihr könnt mit der BR103 fahren, zum Beispiel hier einen Sonderzug zur Nordsee-Hinfahrt und den Sonderzug zur Nordsee-Rückfahrt. Ist auch bestimmt richtig schön. Dann könnt ihr mit der BR182 MRC fahren oder in den Repaints, die ihr so habt für die Lok. Könnt ihr auch eine Loküberführung fahren und so weiter und so fort. Ihr könnt mit der BR185 MRC, da ist wahrscheinlich dann dasselbe. Genau, das sind dieselben Szenarien. Da könnt ihr dann die drei Loks nehmen. 1, 2, 3 für die drei gleichen Szenarien. Die BR187 könnt ihr nehmen, da ist dasselbe in grün. Ja, ihr seht es hier, also güterzugmäßig sind da nicht so viel Abwechslung. Vectron wird wahrscheinlich dasselbe sein, genau. Ja, Güterzug-Szenarien sind da nicht so unbedingt abwechslungsreich, sind bei allen 5 Loks dieselben Szenarien. Mit der kleinen 363, da habt ihr einen Auftrag, Rangierarbeiten, weiß ich nicht, was das zu sagen hat. Dann mit dem 442 Talent, könnt ihr hier Ausbildungsfahrten machen, und zwar von Teil 1 bis Teil 8. Das ist vielleicht ganz interessant für diejenigen, die so eine Ausbildungsfahrt mal machen möchten, die sich vielleicht so ein bisschen als Bahnanfänger sehen, die sich vielleicht in der Ausbildung sehen bei der Bahn und können das hier vielleicht schon mal so ein bisschen üben. Ich denke mal, das ist sehr, sehr nah an der Realität dran, würde ich jetzt mal tippen. Ihr könnt hier, da braucht ihr wieder ein Repaint-Pack für, und zwar für die BR642 Erix und einmal in der Nordwestbahn-Lackierung. Abstellen, bereitstellen. Das gleiche gilt für die Lackierung mit der NWB.
Wobei nicht ganz, sie könnte ja auch tatsächlich Fahrplanszenarien fahren, beziehungsweise Zielszenarien auf dem Weg nach Osnabrück, nach Bremen und so weiter und so fort. Die BR-185.2, ich denke, ich glaube, das wird genau, Lokbefug, das kennen wir ja schon. Die BR-425, damit könnt ihr auch verschiedene Szenarien fahren, um Bremen, Oldenburg herum, bereitstellen, Bremen, Oldenburg, bereitstellen, bereitstellen, Bremen, Nordenham und so weiter und so fort. Mit der BR-101, glaube ich, das brauchen wir nicht groß diskutieren. Das sind IC-Szenarien und zwar ausschließlich Leipzig-Emden, Leipzig-Neudeich-Mole, Cottbus-Emden, Leipzig und so weiter. Das hatten wir mit der G6 Rangierlokomotive, werden wir wahrscheinlich wieder genau Rangierarbeiten. Also es gibt viele verschiedene Szenarien, die alle gleich sind auf verschiedenen Lokomotiven. Sagen wir das, glaube ich, so kann man es ausdrücken. BR401, ja, da haben wir dann vier Szenarien, auch wieder mit Entsorgen und so weiter. Ja, dann haben wir zum guten Schluss noch die Pressen. BR185 oder halt die normale BR155 sind wieder dieselben Szenarien wie bei jedem Güterzug-Szenario. So, dann würde ich sagen, für den Anfang können wir doch eine kleine IC-Fahrt nehmen, oder was meint ihr? Heute Abend im Livestream können wir uns ja gerne noch weiter mit befassen, auch die übrigen Züge hier nehmen, beziehungsweise Loks und dann einige Szenarien daraus fahren. Wenn ihr diesen Wunsch habt, schreibt es gerne unter diesem Video, unter den Community-Post, wie ihr mögt. Wir fangen jetzt mal mit dem ICE an, weil da bin ich schon lange nicht mehr mitgefahren. Und ich würde sagen, wir stellen erstmal bereit. Und dann fahren wir nach Hannover. Ich glaube, so beginnen wir. Wie in einem richtigen. Oder wie in der Realität Zug bereitstellen, dann nach Hannover fahren. Dann können wir ja vielleicht zum Schluss, wenn wir die Zeit noch haben, abstellen. Das würde mich nämlich auf jeden Fall auch interessieren. So, ICE 1533 bereitstellen. Es ist 6 Uhr 10. Fahren sollen wir die BR403 in der Regenbogenvariante. 423 Tonnen, 8 Wagen im Zugverband und 200,7 Meter lang. Ja, dann würde ich sagen, mache ich immer meinen Controller an, dann beginnen wir. So, wir zahlen 2 Minuten warten, das gibt uns die Zeit, das Ganze hier mal so ein bisschen aufzurüsten. Ich glaube, Zugsicherungssysteme brauchen wir jetzt nicht unbedingt für die Fahrt nach zum Hauptbahnhof, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das machen wir im Moment noch nicht. AB brauchen wir auch nicht, sodass wir dann einfach losfahren können gleich. Sobald ist das Signalisierung erlaubt. Können Sie mal so ein bisschen umschauen, hier fährt noch ein Autozug. Also wie gesagt, das ist ja auch möglich, das Ganze zu fahren. Im Moment ist noch nicht viel los. Hier steht noch eine BR425 und wartet auf Ausfahrt auf den Weg nach Wilhelmshaven. Der RS. Sehr, sehr nice. Ja, wie gesagt, wir haben Ausfahrt gleich. Sollen den Zug gleich bereitstellen. Mal unsere Aufgabeliste hier angezeigt und dann sollen wir Oldenburg so um 6:30 Uhr ankommen. Also wir sollen dann bis nach Oldenburg fahren, wahrscheinlich eine Überführungsfahrt, so verstehe ich das. Weil wir sind ja hier in. Achso, jetzt habe ich es. Okay, wir fahren dann wahrscheinlich an einem anderen Bahnsteig, weil wir überhaupt noch gar nicht am Bahnsteig stehen. Genau, wahrscheinlich werden wir den an einem. In diesem Bahnsteig hier fahren, genau, dann im zweiten Szenario fahren wir den Zug dann bis oder Richtung Hannover, wahrscheinlich bis nach Bremen. Genau, und dann kommen so die weiteren Szenarien mit wieder zurückfahren, abstellen und so weiter und so fort. So, der Ausfahrt gleich. Das muss aber nochmal halten am roten Signal, wahrscheinlich wegen dem Güterzug. So, wir haben unsere 2 Minuten jetzt auch gleich um. Genau, Erdrot, so wie ich das sehe. Ja, wäre beinahe drüber gefahren. Ja, der Erdrot wegen dem Güterzug. Der fährt ihn mal am Weg rum. Das ist das Problem, was er hat. So, wir dürften die 2 Minuten jetzt gleich um haben. Genau, Ziel erfüllt. Jetzt nochmal wie angezeigt fahren. Dann tun wir das. Das heißt, wir lösen die Bremse. Fahren jetzt auch nicht mit AB, weil wie gesagt, das ist eine Rangierfahrt hier. Wir bewegen uns ja nicht wirklich vom Hauptbahnhof oder vom Bahnhof weg, sondern wir haben jetzt mehr oder weniger eine Bereitstellungsfahrt, eine Rangierfahrt. Und
dürfen wir eh nicht schneller fahren als 25 im eigentlichen Sinne. Also im Vorbild darf man da nicht schneller als 25 fahren bei einer Rangierfahrt. Deswegen machen wir das auch so, wie es im realen Vorbild ist. Lassen die Zugsicherungssysteme, wie gesagt, aus. Das hätte jetzt, glaube ich, wenig Sinn. So, ziehen vor bis zum Haltepunkt. Dann werden wir wahrscheinlich gleich an einem der Bahnsteige unser ICE dann auch bereitstellen. So, ziehen hier gerade. Doch alle Wagen dann auf dem Gleis sind. Ach, schau mal. Uns wird gleich die S-Bahn überholen. Das ist doch ein schönes Bild. Was soll denn der Scheiß? Was ist das denn? Ha, das ist jetzt, okay. Das ist genial. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Das geht nicht. Wir kommen nicht mal zurück. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Doch. Ich wollte gerade sagen, was soll das denn? Bremsen, 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 bremsen. Das ist ja geil. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Wie soll man denn... Das ist geil. Das ist echt geil. Das registriert ihr das nicht mal. Wegen 5 Meter. Ich glaube, ich spinne. Das ist geil. Das ist echt geil. Das habe ich auch noch nicht gehabt. In einem Original-Fahrplan haben wir das Ende des dargestellten Bereichs erreicht. Ich fasse es nicht. Ich fasse es einfach nicht. So, sollen wir für 3 Minuten warten? Das habe ich echt noch nicht erlebt. Das ist geil. Das ist echt geil. Ha. Ah, nicht schlecht, ey. Haha. Naja. So, sollen wir für 3 Minuten warten? Dann tun wir das natürlich. Das ist echt geil. Der Trick, um zurückzukommen, praktisch, wenn ihr aus dem Szenario geschmissen werdet, wegen des üblichen Erreichen des Ende des dargestellten Bereichs, ihr wisst ja, Steuerung Alt und die 0, und zwar nicht auf dem Nummernblock, sondern in der Zahlenreihe, also praktisch in der Mitte oben, ihr wisst Bescheid, die Zahlen über die Buchstaben. Wenn ihr das drückt zusammen, dann kommt ihr wieder in den Zug rein. Ist vielleicht ganz wichtig zu wissen, wenn ihr nicht wisst, wie ihr sonst wieder in den Zug reinkommt, weil ihr ja normalerweise, wenn ihr aus dem Zug geschmissen werdet, beziehungsweise aus dem Szenario, dann findet ihr euch ja normalerweise wieder am Bahnhof wieder, am Bahnsteig. Und da gibt es, wie gesagt, einen ganz simplen Trick, um sich wieder in den Zug zu beamen, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, dann Steuerung, Alt und die 0 in der Zahlenreihe über die Buchstaben. So viel dazu. So, 3 Minuten dürften auch gleich zu Ende sein. So, jetzt ist natürlich nämlich gleich das Ende der Karte. Deswegen, aber das ist geil, dass wir ein Szenario haben, ein offizielles Fahrplanszenario, in dem wir praktisch aus dem Szenario geschmissen werden, weil wir das Ende des dargestellten Bereichs erreicht haben. Das ist wirklich geil. Das habe ich so in der Form auch noch nicht erlebt. So, 1 Minute noch. Ich glaube, 6.15 Uhr haben wir hier unseren Zug abgestellt. 6.18 Uhr geht es dann weiter. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd mit der Warterei, aber naja, so ist das halt. So, das ist also Oldenburg, für alle, die vielleicht noch nicht hier waren.
Für alle, die sich hier auskennen, können das ja gerne mal kommentieren, ob das Ganze wirklich hier so aussieht, wie es halt hier jetzt in dem Spiel aussieht. Auch mit dem Hochhaus da vorne. So, wir dürfen. Das heißt, wir müssen hier natürlich den Zug, den Richtungswechsel nach hinten verlegen. Wir auch rückwärts fahren, Bremse lösen. Und dann haben wir Ausfahrt praktisch, beziehungsweise Weiterfahrt. Sollen jetzt am Bahnsteig 1 uns hinstellen. So, nicht mehr als 25. Schon was ein bisschen zu schnell geworden. Ihr wollt mich doch komplett verarschen, sorry Leute, aber das ist doch wirklich, das ist so geil, das ist so geil, das ist wirklich, das ist so geil. Okay, STRG Alt und 0. Das ist so geil, das ist so geil. Das hatte ich wirklich in der Form auch noch nie, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht beim realen bzw. offiziellen Fahrplan-Szenario. Okay, es ist ein Mod. Es ist ein Fahrplan-Mod. Okay, gebe ich zu, alles klar. Aber ich weiß nicht, ist das richtig so, dass man da wirklich in einem solchen Szenario das Ende des dargestellten Bereichs erreicht und dann, naja. So, jetzt müssen wir das mal so ein bisschen so machen. Ich will hier nicht über das rote Signal sausen. Wir haben aber noch ein paar Meter, oder? Warten Sie bis 6:30 Uhr. Sind ja nur schlappe 10 Minuten. Jetzt weiß ich auch, warum das Szenario so lange dauert. Alter Schwede. Soll jetzt 10 Minuten hier warten, bis wir das Szenario beendet haben? Das ist euer Ernst, ja? Ach, Leute. So, da die sind auf jeden Fall noch eine BR642 in NBB oder Eriksdalsbahn. In Nordwestbahn. Wunderbar. Richtig schön, richtig schön. Mein Heimatzug, wobei mein Heimatzug eine 641 ist, da immer so viel dazu. Aber ansonsten kommt es dem Ganzen schon nah. Wobei wir jetzt nicht mehr NBB haben, sondern RRB, Rhein-Ruhr-Bahn. Das wurde ja inzwischen auch schon geändert. Wobei, dann ist das eigentlich auch schon wieder aufgehoben. Hier steht auch noch eine Nordwestbahn, die gleichermaßen hier dieselt, wobei man aber keinen Sound hier hört. Sie läuft, das sieht man hier ganz deutlich an den Dieselqualm, aber sie hat wiederum kein Dieselgeräusch, kein Motorgeräusch, was mich ein bisschen stutzig macht, aber ist okay, lassen wir das mal so. So, dort vorne steht auch eine sehr, sehr schöne Lok herum. Güterzuglok, und zwar die BR 182 dürfte das sein, als Dispo-Lok. Das Ganze gab es ja schon zu kaufen. Da waren wir noch bei TSW 3. Da gab es das schon. www.dispolok.com. So, da vorne ist doch, glaube ich, gleich auch noch irgendwas eingefahren oder irgendwas steht da, oder ist da weggefahren. Was? Doch gerade irgendwas gesehen. Oder habe ich mich da jetzt getäuscht? Habe ich mich getäuscht? Naja, schade.
Aber dass ich jetzt hier noch schlappe 8 Minuten warten muss, da finde ich schon ein bisschen komisch. Naja, dann erkunden wir halt so ein bisschen. So, dann kommt ein IC2 reingefahren. Ja, den könnte ich auch fahren, aber ihr braucht auf jeden Fall das Repaint-Pack. Für diesen Zug, und zwar für die Wagen und für den für die BR 146. Dann könnt ihr hier auch den IC2 fahren. Anders genannt den Teppich RE. Der hat auch als Ziel Norddeich-Mole, fährt über Oldenburg Hauptbahnhof und Bad Zwischenhahn und so weiter. Der IC 2438. 6:25 hat er schon wieder Ausfahrt. Schade, dass er keine Zugzielanzeige hat. Ach, seht mal, der hat die alte Nummer, die alte Zugnummer noch da drunter. Seht ihr das? Die schwarzen Zahlen? 146552-5. Jetzt ist es eine 146233-4. Auch nicht schlecht. Genial. So, das hat den Güterzug Ausfahrt. IC 2438 Norddeiche Mole. So, wir können es ja mal hier so ein bisschen platzieren. Dann gleich schauen, wenn ihr hier Ausfahrt hat, mal so ein bisschen spotten. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wir müssen die Zeit hier umkriegen. 10 Minuten warten, das finde ich persönlich ein bisschen arg lang, muss ich ehrlich sagen. So, Kollege, dürftest jetzt gleich Ausfahrt haben. Was kommt jetzt da? Ach, seht mal. NRE. Dann machen wir ein bisschen Spotting hier am Oldenburger Hauptbahnhof. Das ist auch nicht so tragisch. So, du hast eigentlich Ausfahrt. Wie sieht's aus? Ach, eine Nordwestbahn fährt auch noch ein. Jetzt kommt hier richtig, richtig Leben in die Bude. Tja, IC 2438 verspätet sich bei den nachfolgenden Halten, weil verspätet losgefahren in Oldenburg Hauptbahnhof. Achso, er hat noch rot, aber warum? Naja, vielleicht ist da noch jemand auf seiner Fahrlinie. Der weiß das schon. Die Türen sind auf jeden Fall geschlossen. Aber er hat auf jeden Fall rot. Tja, ich kann nicht sagen, warum der noch rot hat. Er hat es auf jeden Fall. Dementsprechend kann er natürlich nicht ausfahren.
Nun ja, dann ist das so. Ach, guck mal, wir haben nur noch 2,5 Minuten. Dann geht's für uns auch weiter. Ach, schick, oder? Richtig schick. Aber trotzdem kann ich mich mit dem IC2 nicht anfreunden. Das muss ich auch mal ganz ehrlich so sagen. So, wann haben die denn hier Ausfahrt? 6:29 Uhr auf dem Weg nach Osnabrück und 6:35 Uhr auf dem Weg nach Hannover Hauptbahnhof. Uhr 36 kommt der RE 18 hier an, auf dem Weg nach Wilhelmshaven. Ach so, er hat erst 33 Abfahrt. Ach, jetzt habe ich es gerafft. Er kam 6:25 Uhr und hat 6:33 Uhr Abfahrt. Ja, dann hat er noch Zeit. Klar, logisch. Ich dachte, der hätte 25 Ausfahrt. So, da ist der RE nach Wilhelmshaven. So, wie sieht es denn für uns aus hier? 2 Minuten noch, nicht mal mehr, anderthalb. Dann geht es auch für uns endlich weiter. Es ist jetzt gut voll geworden hier am Bahnhof, also doch schon fast jedes Gleis besetzt. Da steht der IC, da steht der RE, da steht auch ein RE, hier steht ein RE, hier ist unser ICE. Auf dem Weg nach Hannover. Ach, seht mal, der erste RE hat Ausfahrt. Die dampft doch ganz schön ab. Wunderschön, wunderschön. 4 qualmende Auspüffe. So, wir haben jetzt gleich noch 10 Sekunden, bis dieses Szenario beendet. Das war's mit dem Szenario. Und mit dem Szenario bereitstellen. Ja, das war auf jeden Fall ein Szenario hier aus dem neuen Fahrplanmodus. Für die Strecke Bahnstrecke Bremen-Oldenburg. Ja, jetzt könnten wir eigentlich das nächste fahren. Und zwar, jetzt müssen wir erstmal wieder zurück zum Fahrplan. Ich dachte eigentlich, man kann da so weitergehen, aber anscheinend ist das hier in dem Fahrplanmod nicht möglich, sodass man dann immer wieder zurück zum Fahrplan muss und sich dann das zweite Szenario da aus dem Ganzen sich nimmt. Zwar haben wir 6:37 Uhr Ausfahrt nach Hannover, beziehungsweise nach Bremen Hauptbahnhof. Dann nehmen wir dort den ICE 1532 Oldenburg. Oldenburg Hauptbahnhof und dann haben wir die beiden Szenarien, beziehungsweise einmal den ICE 1532 Abstell mit Entsorgung. Das machen wir jetzt mal. Das interessiert mich. Das interessiert mich, was wir da zu tun haben. Das interessiert mich. Wobei wahrscheinlich werden wir da auch nur den Zug abstellen und dann fertig.
Na, ich möchte jetzt doch dann mal ganz gerne jetzt das Szenario, den Fahrplan fortfahren. Wir können ja heute Abend im Livestream noch näher darauf eingehen, auf die einzelnen Szenarien, die dort zu fahren sind. Wir fahren jetzt unseren ICE 1533 nach Hannover Hauptbahnhof. Das, diesmal nehmen wir aber klares Wetter mit ein bisschen Wolken oder ein bisschen mehr Wolken, ein klein bisschen Wind. So. Wie gesagt, das mit dem Abstellen und dem Entsorgen und so weiter, das machen wir dann heute Abend im Livestream, wenn ihr da Bock drauf habt. So, wie sollen die Türen entriegeln? So, jetzt können wir den Zug noch eben ein bisschen aufrüsten. Zugbeeinflussung. DB gesperrt. DB gesperrt. ASB. ASB. So. ASB. Ich denke, die Zugsicherungssysteme noch einstellen, dann haben wir es. So, genau. Es dürfte hier ziemlich leer sein an dem Hauptbahnhof, weil, wie gesagt, ja, die alle schon um 35, 36 und so weiter Ausfahrt hatten. Genau, der IC ist weg, die beiden REs sind weg, beziehungsweise die drei REs. Der eine ist ja schon vorher abgefahren, die anderen beiden sind jetzt auch weg. Also wir sind eigentlich die Einzigen, die jetzt hier im Moment noch am Bahnhof stehen und warten. Ihr seht, ich habe einen anderen ICE genommen. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht so tragisch. Nehmen wir mal den Klimaschützer. So, wir sollen noch bis 6:40 Uhr warten. Das tun wir natürlich. Das Warten sind wir gewohnt. So, einen kleinen Moment bitte. Einen kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Musste das ganz kurz unterbrechen. So, wir sind immer noch hier mit unserem ICE 1533 auf dem Weg von Oldenburg nach Hannover bzw. Bremen Hauptbahnhof. So, wir haben um 6:40 Uhr auf jeden Fall Ausfahrt. Dann fahren wir über Delmenhorst. Und schließlich dann um 7:09 Uhr sollen wir dann im Bremen Hauptbahnhof eintreffen. So, noch 20 Minuten, ach, Minuten, Sekunden, dann haben wir Ausfahrt. So, ich fahre dann gleich hier über Delmenhorst bis nach Bremen Hauptbahnhof. So, und hier sind dann so die, genau, Nordenham. Da gibt es hier dann auch ein Szenario, wo man da hinfahren kann, beziehungsweise auf jeden Fall die Richtung Wilhelmshaven, Leer, Kloppenburg und so weiter. Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Vechta. Genau. Das sind so die Halte, beziehungsweise die Streckenteile, die hier leider noch nicht befahrbar sind. So, wir haben Ausfahrt. So, können Sie befreien. Dann können wir auf 60 aufschalten. Wir haben gleich rot. Was ist denn jetzt los? Ach, jetzt ist grün. Gut. Können wir weiterfahren.
Endlich mal wieder ICE3, habe ich schon lange nicht mehr gefahren. Fällt mir gerade nur so ein. Umso schöner, dass ich das endlich mal wieder nachhole. Oder dass ich das endlich mal nachhole, sagen wir mal so. So, jetzt geht sie natürlich über die Klappbrücke. Die wir ja schon hinlänglich uns angeschaut haben, auch in Action. Wie sie hochfährt und so weiter. Das haben wir alles schon uns geguckt. So ist der gleich schon 120, dann 160. Warum zum Teufel stehe ich auf? Ach, egal. So, dürfen 160, beziehungsweise 120 erstmal. So. Also wie gesagt, ihr könnt da mit verschiedenen Fahrzeugen auf der Strecke fahren. Viele verschiedene Szenarien fahren, von Abstellen, Bereitstellen, IC-Leistung, ME-Leistung, also Metronomleistung, IC2-Leistung, ihr könnt ICE-Leistung fahren, ihr könnt auch Güterzugleistung fahren, ihr könnt RE-Leistung fahren, ihr könnt NWBE fahren, ihr könnt RX fahren, alles so, was es halt dort gibt. Ein ganz normaler Fahrplanmodus beziehungsweise Fahrplanmod für die Strecke Bahnstrecke Bremen-Oldenburg zu finden auf der Webseite Jade Sim Community. Sie fahren. Wir können aber wie gesagt heute Abend im Livestream gerne noch weiter darauf eingehen, auf die einzelnen Szenarien und so weiter. Wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt, schreibt sie gerne unter diesem Video, schreibt sie unter den Community-Post. Dann könnt ihr dort eure Wünsche äußern und ich versuche sie dann auf jeden Fall weiter auch umzusetzen. Sofern mir das überhaupt möglich ist dann. So, 23 Kilometer noch bis Delmenhorst und von Delmenhorst dann bis nach Bremen ist dann glaube ich auch so um den Dreh. 20, 30 Kilometer um den Dreh, schätze ich jetzt mal so ungefähr, wie das dann, da wird es sich dann abspielen. Ich schaue gerade hier unter den Community-Post, den ich gemacht habe. Gestern war es, glaube ich. Also ihr habt schon Bock auf freies Wünsche äußern. Also ihr seid diejenigen auf jeden Fall, die gerne sich den Livestream selber so ein bisschen zurecht wünschen, beziehungsweise sich da so gerne selber ihre Wünsche äußern. Ich habe ja gefragt, entweder freies Wünsche äußern oder fester Themenabend. Im Moment sind 57% für das freie Wünsche äußern und 43% für den festen Themenabend. Ich bin gespannt, wie sich das bis heute Abend entwickeln wird. Es ist auf jeden Fall geplant, das Thema Wunschkonzert Teil 3. Dementsprechend seid ihr es, die sich da alles wünschen können, wie der Livestream ablaufen soll, wie der Abend ablaufen soll.
Seid kreativ, habt eure Wünsche, haut sie unter dem Video hier entweder oder unter dem Community-Post. Und ich versuche sie dann auf jeden Fall umzusetzen. So, so viel dazu. Haben wir so gut 18 Kilometer bis der Nordost. Wunderschön. Wunderschön. 6.57 Uhr sollen wir da sein. Das haben wir doch glatt ein rotes Signal. Das ist doch jetzt Käse. Das ist doch jetzt Käse. Das ist doch jetzt Käse. Wie kommt das denn? Wird es noch grün oder bleibt es rot? Das ist jetzt die große Frage. Es bleibt wohl rot, so wie ich das sehe. Jetzt ist grün. Wir sind ja wieder irgendjemandem dicht auf den Fersen, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich einem Regionalzug. Da kommt das nächste rote Signal. Das ist doch jetzt Käse wieder. Das ist doch immer so eine Sache. Wieder rot. Ach Leute. Da kommt der Sonderzug. Sonderzug zur Nordsee. Ist da auf dem Weg. Also irgendwas behindert uns oder irgendjemand. Vielleicht haben wir das jetzt auch überwunden, beziehungsweise ist auf Seite gefahren oder wie auch immer. Auf jeden Fall scheint es jetzt erstmal wieder aus dem Weg zu sein. Ach, schade. Ich glaube, spreche ich es aus über das nächste rote Signal. Das ist doch eine Naja, wissen wir das. So, jetzt warten wir erstmal ein bisschen ab, was das, was die Signalbilder hier so machen. Bevor wir jetzt hier zu stark in die Bremse gehen.
grün, aber wir dürfen trotzdem nicht unter über 85 fahren. Weil wir uns, wie gesagt, unter BCB-Beeinflussung derzeit befinden. Jetzt nicht mehr, jetzt können wir wieder befreien. So, jetzt wieder aufschalten, nicht, haben wir da wieder rot, oder das ist wirklich... Das ist so eine Sache jetzt hier. 3,3 Kilometer wieder rot. Das ist die Frage, lohnt sich das Aufschalten jetzt oder eher nicht? Ändert sich das Signal noch eher nicht? Wie ist die fortlaufende Signalisierung? Das sind alles so Fragen, die sich hier stellen. Weil logisch wird sich das Ausschalten jetzt nicht lohnen, weil bis wir aufgeschaltet haben, sind wir einen Kilometer weiter. Beziehungsweise bis wir auf die Geschwindigkeit sind, sodass wir eigentlich jetzt auf die Geschwindigkeit von 80 bleiben können. Weil wir sowieso gleich auch dann auf jeden Fall quittieren müssen. Weil wir dann nämlich das gelbe Vorsignal wahrnehmen müssen, beziehungsweise das bestätigen, dass wir das wahrgenommen haben. Je länger ich jetzt auch diskutiere, können wir jetzt auch auf 80 bleiben. Ob wir überhaupt 6.57 Uhr schaffen, am Bahnhof zu sein, ist auch noch eine Frage. Jetzt haben wir wieder grün. Dann können wir auch aufschalten. Vielleicht hat sich ja die 2,80 Kilometer fahren ist doch einigermaßen gelohnt, hoffe ich. Und in 3,8 Kilometer haben wir schon wieder rot. Gut, das ist kurz vorm Bahnhof. Und runter auf 80. So, da haben wir das gelbe Vorsignal. Und da war das grüne Signal jetzt.
So, Delmenhorst. Wenn wir nicht ganz pünktlich erreichen, ein paar Minuten oder Sekunden später, wenn nicht sogar eine Minute später. Das ist so ein bisschen den roten Signalen geschuldet, die so ein bisschen eingebremst haben. So, da sind wir. In Delmenhorst, eine Minute später, ist jetzt, glaube ich, auch nicht so tragisch. Ach, da können wir doch eine Karte platzieren. Dann machen wir das doch, oder? Wenn wir schon mal hier sind. Dann können wir das doch eben machen. Zack. Und noch irgendwo was, was wir noch vervollständigen können. Schon mal hier sind. Wahrscheinlich nicht, oder? Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Nee. Gut, dann steigen wir wieder ein. So. Schließvorgang eingeleitet. Bitte achten Sie auf die Markierung am Bahnsteigrand. So, nächster Halt, Bremen Hauptbahnhof. So, wir müssen natürlich unter 25 bleiben. Auf jeden Fall bahnte sich das gerade so an. Da habe ich ein bisschen Panik bekommen, ehrlich gesagt. Oh ja, gut, dass ich das gemacht habe. Der Sprung war heftig. Das dürften wir Befehl 40 drücken. Genau. So, jetzt haben wir uns befreit. Dann können wir auch aufschalten. So, dann fahren wir jetzt zu unserem vorläufigen Endhalt, zumindest für dieses Zugpersonal. Bremen Hauptbahnhof wird das Zugpersonal wechseln und den Zug dann weiter bis nach Hannover bringen, was dann auch nicht mehr allzu weit ist.
Sandwich RE, auch nicht schlecht. Da steht ein Autozug. Sehr, sehr nice. Könnt ihr auch fahren? Mit diesem Fahrplan-Mod? Oder mit diesem Fahrplan-Mod, wie auch immer ihr wollt. So, und hier nach diesem Szenario könnten wir natürlich den anderen ICE wieder zurück nach Oldenburg fahren und den dann dort auch im nächsten Szenario dann auch abstellen. Dann hätten wir einmal eine komplette Schicht durchgespielt, aber ich würde sagen, das springt doch den Rahmen des ganzen Videos, das ist glaube ich jetzt schon über eine Stunde. Daher, wie gesagt, können wir das gerne auf heute Abend im Livestream verschieben. Also denkt dran, äußert eure Wünsche gerne unter diesem Video, wenn ihr irgendwas Bestimmtes sehen wollt. Dann schreibt es dort gerne rein. So, gleich 120, endlich mal flüssiges Fahren hier, ohne störende rote Signale, wobei die ja auch nochmal dazugehören. Rote Signale gibt es in jedem, gibt es immer wieder auch ein Vorbild ohne Ende. Gleich erreicht. So, ich muss mal wahrscheinlich nicht quittieren. Dachte ich jetzt aber ja. Brauchen wir dann doch noch nicht. Sondern gleich 60. Ist auch schon vorangekündigt. Na. Wieso reagiert die AFB jetzt nicht? Was soll denn der Scheiß? So, da sind wir schon in Bremen. Sehr, sehr schön.
Beeinflussung. Richtig schön, richtig schön. Schön, wie wir in Bremen einfahren. Einfach nur genial. Das sieht man. Schöner Güterzug in Doppeltraktion. Richtig schön, richtig schön. So, 40, das sind wir ja schon lange. Da fahren wir schön hinter den Hauptgleisen, beziehungsweise der Hauptstrecke vorbei. Kommt praktisch schon hinten an. Da stehen ja jede Menge Pretz und REs und so weiter und Dostos, hast du nicht gesehen. Gleis 1 werden wir anhalten oder Bahnsteig 1, wie auch immer. Ne, jetzt wegen 7 Meter, oder? Ach, Leute. Ach ja. Sehr schön. Damit hätten wir das Szenario. Was macht ihr denn jetzt hier dafür? Habt ihr vergessen, warum ihr hier seid oder was ist jetzt mit euch los? Okay, zwei sind verschwunden, er weiß noch nicht genau, wo er hin will. Okay. Sieht's hier aus? Scheinen doch alle ausgestiegen zu sein. Zumindest die, die hier in Bremen aussteigen. Es gibt natürlich auch Fahrgäste,
Die wollen weiter bis nach Hannover. Die gibt es natürlich auch. Er weiß noch nicht, er ist sich auch noch nicht zu 100% sicher. Er muss sich aber auf jeden Fall entscheiden, weil der Zug gleich weiterfahrt, Ausfahrt. Ach, seht man, Europa ICE 3, das ist doch geil. Europa ICE, ne, ist ja gar nicht kein Dreier, es sind Zweier, einer. I love Europa. Sehr, sehr nice. Ja, da beenden wir das Szenario mal an dieser Stelle. Und schauen mal, was dabei so rumkommt. So, Medaillen gibt es dafür nicht, anscheinend. Aber ja, es ist jetzt auch nicht so weiter tragisch. Das war es auf jeden Fall mit diesem Szenario, mit diesem Fahrplan-Mod, den es seit ein paar Tagen für die Strecke Bahnstrecke Bremen-Oldenburg gibt. Ich finde, da sind richtig schöne Szenarien bei, die kann man richtig schön fahren. Hier und da vielleicht ein paar kleine Dinge drin, die vielleicht nicht so hundertprozentig sind, wie zum Beispiel, dass man die Strecke da verlässt, wie es uns am Anfang ja ergangen ist. Aber ich denke, da kann man doch drüber wegsehen. Wie gesagt, hier gibt es die Szenarien mit dem IC und dem ME, sprich Metronom. Das gleiche auch mit der Lok. Das sind die Fahrzeuge, die ihr alle fahren könnt. Ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe mal kurz raus hier aus dem Spiel und dann zeige ich euch ganz kurz, wie ihr das Ganze, wo ihr das Ganze findet und was ihr dafür alles braucht. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt, das weiter, die Aufnahme weitergeht oder nicht. Ich sage auf jeden Fall schon mal, wenn es nicht klappt, wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu, bleibt gesund. Seid heute Abend auf jeden Fall beim Livestream dabei. Wenn ja, würde mich das sehr, sehr freuen. Wir können heute Abend im Livestream noch weiter darauf eingehen. Wie gesagt, schreibt eure Wünsche gerne unter diesem Video. Dann weiß ich schon mal Bescheid, was ich heute Abend so machen darf, wie sich der Livestream gestaltet. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine sehr schöne Zeit. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Euer Dedenny Spieters. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.